Was für ein Sportsonntag. Alexander Zverev holt den Titel bei den ATP Finals und Gavin Price sorgt für eine Überraschung und Eklat beim Grand Slam of Darts. Aber auch der Montag hat wieder Spitzensport zu bieten. Die deutsche Nationalmannschaft verabschiedet sich mit dem Spiel gegen die Niederlande von einem enttäuschenden Länderspieljahr. In der HBL kommt es zum Spitzenspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar-Löwen. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert ATP Finals, Zverev erklimmt den Tennisturnier als erster Deutscher seit Boris Becker hat Alexander Zverev die ATP Finals gewonnen. Im Finale ließ er Novak Djokovic keine Chance und siegte klar in zwei Sätzen, 6:4, 6:3. Nach 1:19 verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball. Zum Bericht Grand Slam of Darts Preis holt sich den Titel Gavin Price wiederholt seinen Coup gegen Michael van Gerwen und schlägt im Finale auch Weltmeister Gary Anderson mit 16:13. Nach dem letzten Leg kam es noch zu unschönen Szenen. Nach einigen Provokationen während des Matches verweigerte Anderson den Handschlag. Price verhöhnte seinen Kontrahenten dann noch im Interview. Zum Bericht NBA, LeBron brilliert bei Lakers Sieg einmal mehr avancierte LeBron James in der NBA zum Matchwinner bei den Los Angeles Lakers. Bei den Miami Heat hat sich das Team um Superstar James mit 113:97 durchgesetzt. Der Forward brillierte gegen sein Ex-Team mit einer 51-Punkte-Gala und warf die Lakers quasi im Alleingang zum Sieg. Damit war James der mit Abstand beste Werfer der Partie und steuerte zudem 8 Rebounds und 3 Assists bei. Zum Bericht. Die Golden State Warriors kassieren die dritte Niederlage in Folge und setzen ihren Negativtrend fort. Ohne Superstar Stephen Curry, der nach einer Verletzung noch immer pausiert, gab es für die Franchise beim 92:104 bei den San Antonio Spurs nichts zu holen. Zum Bericht NFL, Saints zerlegen Titelverteidiger Philadelphia, die New Orleans Saints haben ihre Vormachtstellung in der NFL eindrucksvoll unterstrichen und den Super Bowl-Champion Philadelphia Eagles mit 48:7 in seine Einzelteile zerlegt. Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers ist New Orleans nun seit 9 Spielen in der NFL ungeschlagen und thront unangefochten an der Spitze der NFC South. Die Eagles, 4-6, müssen dagegen arg um ihr Playoff-Ticket zittern. Zum Bericht Schach-WM, 7. Remis im 7. Spiel. Bei der Schach-WM endet auch die 7. Partie mit einem Remis. Weltmeister Magnus Carlsen konnte damit zum zweiten Mal in Folge seinen Weißvorteil nicht nutzen. Nach 3:40 einigten sich die beiden auf das Unentschieden. Zum Bericht BBL, Bayern München bleibt ungeschlagen. Der FC Bayern München ist der BBL weiter das Maß aller Dinge. Auch im 8. Spiel der Saison bleiben die Münchner ungeschlagen und rangieren souverän an der Tabellenspitze. Allerdings mussten sie sich den Erfolg beim mitteldeutschen BC hart erkämpfen. Alba Berlin setzte sich in einem richtigen Thriller gegen Borussia Bamberg durch. Zum Bericht, das passiert heute Nations League Deutschland, Niederland. Im Abend kommt es zum Aufeinandertreffen von Deutschland und den Niederlanden. Nach der missglückten Weltmeisterschaft und dem Abstieg aus der Gruppe A der Nations League will sich das DFB-Team aber mit einem Sieg im Prestigeduell gegen den Nachbarn verabschieden. Nations League Deutschland, Niederlande ab 20:45 im Sport 1 Live-Ticker, HBL SG Flensburg-Handewitt empfängt die Rhein-Neckar-Löwen. Auf einen absoluten Leckerbissen können sich alle Handballfans freuen.
Der Spitzenreiter aus Flensburg bekommt Besuch von den Rhein-Neckar Löwen. Die Norddeutschen sind aktuell noch ungeschlagen. Die Löwen brauchen einen Sieg, um den Anschluss zu Flensburg nicht zu verlieren. BKBHBLSG Flensburg Handewitt Rhein-Neckar Löwen ab 18.30 Uhr live im Sport 1 Live-Ticker. Das müssen Sie sehen. Poker Caribbean Adventure. Das Poker Stars Caribbean Adventure PCA ist eine hochkarätige Turnierserie, die einmal im Jahr auf den Bahamas ausgetragen wird. Traditionell lockt das Poker-Event die Topstars der Szene an die Tische. Hochkarätige Action. Poker Caribbean Adventure ab 19.00 Uhr im TV auf Sport 1 und im Stream Eishockey NHL on the Fly mit On the Fly präsentiert Sport 1 US das offizielle Highlight-Magazin der National Hockey League NHL. Darin dreht sich alles rund um den aktuellen NHL-Spieltag. Neben einzelnen Spielzusammenfassungen sind unter anderem News, Hintergrundberichte, Interviews und Pressekonferenzen sowie Highlight-Listen wie die schönsten Tore oder die besten Saves fester Bestandteil der Studiosendung. Eishockey NHL on the Fly ab 21.55 Uhr auf Sport 1 US. Das Videoschmankerl des Tages dieses Jahr lief ja alles andere als berauschend für den DFB. Stefan Raab wollte daher für etwas lockere Stimmung vor dem letzten Spiel gegen die Niederlande sorgen. Joshua Kimmich reagiert ganz cool darauf. Jetzt die Sport 1 App herunterladen.